Also erstmal alle herzlich willkommen, alle Mitglieder des Wirtschaftsbeirates, alle Gäste, die sich eingeklinkt haben und vor allem diejenigen, die die neuen Kommunikationsmittel ausprobieren, wie jetzt dieses Webinar bzw. unsere Digitalkonferenz. Mein Name ist Vincent Ellison. Zusammen mit Marc Tenbücken bin ich einer der beiden Vorstände vom Jungen Wirtschaftsbeirat. Das heißt, wir legen als Junger Wirtschaftsbeirat unsere Schwerpunkte eher auf die jüngeren Themen. Und da passt das heutige Thema aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Das ist unsere erste Veranstaltung digital. Wir hatten im Wirtschaftsbeirat ja schon ein paar digitale Veranstaltungen. Jetzt auch der junge Wirtschaftsbeirat mit seiner ersten Digitalkonferenz. Und wir haben heute relativ breit eingeladen, weil wir der Meinung sind, dass das Thema für alle interessant ist und für alle relevant ist. Das heutige Thema betrifft den Erfolg eines jeden, privat oder beruflich. Das heutige Thema ist ein wesentlicher Teil unserer Identität und deswegen glaube ich auch sehr schwer, manchmal zu ändern. Ich kenne es zumindest bei mir selbst. Und es begeistert, wenn es in Perfektion umgesetzt wird. Das heutige Thema haben wir gewählt zur Digitalisierung der Kommunikation von Unternehmen vor, während und nach der Corona-Krise. Und wie Sie im Titel schon sehen können, haben wir drei Schwerpunkte gewählt. Erster Schwerpunkt Digitalisierung. Also wir wollen nicht über den klassischen Flyer sprechen, sondern eben über die Digitalisierung der Kommunikation. Zum Zweiten haben wir uns den Fokus gelegt auf Unternehmen, also nicht die private Kommunikation zu Hause zum Beispiel. Und als dritten Schwerpunkt Corona, also alles im Hinblick auf die aktuelle Lage, in dem wir uns alle gemeinschaftlich im Moment befinden. Starke digitale Kommunikation von Unternehmen ist aus meiner Sicht von vielen erkannt, von wenigen verstanden und von noch weniger erfolgreich umgesetzt im digitalen Zeitalter und im täglichen Leben. Ich glaube, digitale Kommunikation von Unternehmen war schon in der klassischen Welt schwierig, also in der quasi analogen Welt. Nun sind seit ein paar Jahren auch noch die digitalen Kanäle obendrauf gekommen, die es nochmal etwas schwieriger machen. Übrigens, diese Videokonferenz ist genau eins dieser neuen Medien dafür. Und jetzt kommt obendrauf auch noch Corona. Corona gefährdet und Corona erschwert im Moment. Was gefährdet es? Naja, es gefährdet unter anderem das Überleben von kleinen Unternehmen wie Startups und Selbstständigen, aber auch von mittleren Unternehmen wie dem klassischen Mittelstand und genauso von großen Unternehmen wie Aktionärsgesellschaften. Naja, und das große Problem dabei ist, es gefährdet ebenfalls Arbeitsplätze und das Ökosystem, das wir uns über Jahrzehnte aufgebaut haben und stellt unseren gesellschaftlichen Zusammenhang auf die Probe. Corona erschwert die aktuelle Kommunikation. Die vielen klassischen Regeln, die wir eigentlich oft nutzen, wie zum Beispiel, dass wir uns persönlich treffen, mal jemanden zur Seite nehmen und über irgendetwas diskutieren, all das muss nun irgendwie angepasst werden. Ein wunderbares Beispiel war in den Nachrichten in den letzten Wochen zu hören, wie auch das EU-Parlament seine Schwierigkeiten hat, zu Kompromissen zu finden. Also für die Kompromissbildung ist eine analoge Kommunikation, also das persönliche 1-zu-1-Gespräch, immer noch wichtig, egal auf welcher Ebene. Aber auch als Unternehmer, wie mache ich Verkaufsgespräche in der jetzigen Zeit, wenn dieses Persönliche wenn das Persönliche nicht mehr so da ist, weil es eben durch einen digitalen Kanal transportiert wird? Oder wie führe ich Kundengespräche? Naja, also die Kernfrage ist ein bisschen, was nun? Und dafür ist genau das der heutige Termin gedacht. Ich möchte vorwegschieben drei Angebote. In der digitalen Welt kann man ja immer neue Sachen ausprobieren. Auch das wollen wir diesmal machen. Zum Ersten, die Auswahl der Charts werden wir in den nächsten Tagen auf junger.wbu.de einstellen. Sie sehen auch bei mir im Hintergrund, das muss ich schon das richtige Handhebel, hier, da, sehen Sie auch die Domain. Da können Sie draufgehen und da werden wir eine Auswahl der Charts zur Verfügung stellen. Zum anderen Mal kommt oftmals, zumindest immer wenn ich auf Events und Veranstaltungen bin, oftmals eine Frage, entweder wird meine Frage nicht beantwortet oder die Frage fällt mir genau nach der Veranstaltung ein oder zwei Tage später, wenn ich vielleicht mit meinen Freunden darüber spreche. Deswegen das Angebot in den nächsten drei Tagen, also bis Montagabend, wenn Sie noch eine Frage haben, schicken Sie uns die zu über die bekannten Kanäle, wir haben es auch in der Einladung kommuniziert und wir probieren sie in den nächsten 7 Tagen zu beantworten und dann ebenfalls Ihnen zur Verfügung zu stellen. Nun, und dieses als letzten Punkt, dieses Gespräch soll interaktiv sein. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, schicken Sie sie gleich zu. Wir probieren sie in dem Gespräch einzuweben. Und natürlich auch, wenn mir irgendwie eine Frage einfällt, Lorenz, wir haben auch schon darüber gesprochen, würde ich die einfach direkt mit einwerfen. Nun, kurz zum Referenten. Sie sehen ihn ja in Tracht und vor dem Münchner Bild, ein alter Münchner und ein sehr langer Weggefährte von mir über den Wirtschaftsbeirat. Auch haben wir uns damals, glaube ich, kennengelernt.
Wir saßen damals, ich habe noch ein wunderbares Beispiel, wo wir zusammen in einem dunklen Raum saßen, das war im Erdgeschoss in der Max-Vorstadt. Da bist du gerade aus deiner Firma rausgegangen, aus deiner vorigen. Und da haben wir darüber gesprochen, wie man sich selbstständig macht und was man dann machen könnte. Und du hattest schon so grobe Ideen, ja, so irgendwas mit Social Media, aber so genau wusstest du es auch noch nicht. Und da saßen wir zusammen. Naja, und jetzt halt ein paar Jahre nach vorne gespult, bist du ein, würde ich sagen, ein Vorzeigeunternehmer in Bayern, genau in der digitalen Welt, also ein Vorzeigemodell für Unternehmertum in Bayern. Warum? Ich glaube, du hast frühzeitig erkannt, dass die Digitalisierung der Kommunikation viele Chancen bietet, viel Komplexität hat, was es zu lösen gilt und hast in den letzten Jahren und auch jetzt, glaube ich, täglich, gestaltest du mit vielen namhaften Unternehmen diese digitale Kommunikation. Und dabei ist es fantastisch, dass dadurch, dass du mit so vielen Unternehmen zusammenarbeitest, kennst du die Herausforderungen, die konkreten und die praktischen Herausforderungen, aber auch potenzielle Lösungsansätze. Oft sagen immer nur alle, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, Video können wir nicht machen, wie ist es, wenn es geleakt wird? Also banale Fragen, aber auch sehr komplexe Fragen. Und du bist quasi ein Experte dafür und kannst aus deinen langjährigen Erfahrungen erzählen. Und darauf freue ich mich sehr. Das heißt auch an dich vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um hier ein bisschen zu teilen, was du gelernt hast und was man vielleicht auch für sich selber mitnehmen kann für die digitale Kommunikation. So, das ist so viel von mir ganz kurz. Vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz vor und dann würde ich sagen, starten wir gleich in einen wahrscheinlich kurzen Vortrag oder kurz ein paar Charts und dann in die Diskussionsrunde. Vincent, vielen Dank für die Einladung zum heutigen Talk. Ich bin schon seit vielen Jahren Mitglied im Wirtschaftsbeirat und hatte schon die Chance, sehr vielen erfahrenen Referenten zuzuhören und habe dadurch in den letzten Jahren enorm viel lernen können und profitieren können. Jetzt bin ich sehr stolz, dass ich heute auch einen kleinen Beitrag da leisten kann und würde mich dann auch freuen, wenn die Fragen kommen, weil so wie du erzählt hast, gibt es sicherlich viele brennende Fragen, gerade in der aktuellen Zeit, wo sich das Leben grundsätzlich verändert hat. Und da möchte ich heute die Chance nutzen und auch direkt Fragen beantworten und so ein kleines bisschen zurückgeben und auch da helfen. Ich würde jetzt die Slides direkt damit starten, um da auch Kontext zu geben. Wie sehen wir gerade die aktuelle Phase der Digitalisierung? Was ändert sich sowohl im Nutzerverhalten dann auch, aber was ändert sich für Unternehmen? Und was gibt es da für gute Beispiele, die vielleicht auch als Inspiration dienen können, um dann darauf aufbauend zu diskutieren? Aber gerne unterbrechen wir auch schon zwischendrin, wenn wirklich konkrete Fragen da auftauchen. Ich switch jetzt gleich mal den Präsentationsmodus und beginne den Vortrag. Einmal ganz kurz, was legitimiert mich zu sprechen heute? Ich bin schon, wie Vincent gesagt hat, seit vielen Jahren im Bereich der Digitalisierung tätig, durfte da schon sehr, sehr viel lernen. Beginnend in Indonesien für die Allianz. Dort war schon vor 10 Jahren das Thema Digitalisierung wesentlich weiter als hier. Die Allianz hat damals schon im B2B-Vertrieb gestartet auf Facebook und damit schon sehr, sehr frühzeitig Erfolge verzeichnet. Dort durfte ich das ganze Thema aufbauen. Dann die digitalen Kanäle beim FC Bayern aufbauen, 2010 bis 2014, insbesondere der Bereich Social Media. Aktuell bin ich Dozent an verschiedenen Hochschulen und habe dann 2014 Lubeco gegründet in Harlaching am Küchentisch. Dann ging das schneller als gedacht und heute habe ich eine Firma mit 80 Mitarbeitern an 3 Standorten in München, hier im Münchner Norden und in Shanghai und in Zürich. Wir positionieren Marken digital über die digitalen Plattformen sämtliche weltweit von B2B über B2C, über alle Bereiche hinweg. Und wir sind in 3 Feldern tätig. Einmal im Bereich Sport, im Bereich der Industrie, auch des Mittelstandes und dann auch im Bereich der Politik. Am Ende geht es um Menschen. Wie können digital Marken und Inhalte positioniert werden und die Menschen erreicht werden? Und da ist insgesamt über alle Branchen hinweg natürlich gleiche Mechanismen, ähnliche Mechanismen. Und so hatten wir die Chance, sehr, sehr viel zu lernen. Und am Ende destillieren wir daraus die Erfolgsfaktoren, um dann immer mehr zu lernen und bessere Dienstleistungen für unsere Kunden zu erbringen. Das
kurz zur Einleitung. Jetzt geht es natürlich darum, wo stehen wir heute? Und das Wichtigste aktuell ist natürlich zu wissen, wie hat sich das Nutzerverhalten verändert? Weil bei unseren Kunden ist es auch so, dass die bestehenden Kontakte nicht mehr existieren. Das heißt einerseits, um die Marke zu positionieren, um Inhalte zu positionieren, um Produkte zu verkaufen. Das heißt, der essentielle Teil der Wirtschaft, die Transaktionen, wurden verschoben. Und das liegt natürlich daran, dass man nicht mehr raus darf. Gleichzeitig hat sich aber im Internet die Nutzung enorm erhöht. Zum Beispiel übergreifend weltweit 70% mehr Nutzung der Handys. Alleine in Deutschland ein Drittel Nutzung von Smartphones mehr als vor der Krise. Im Bereich der Nutzung von Social Media haben die Zahlen aus Italien gezeigt, während der Krise ist alleine die Facebook-Nutzung um 70% gestiegen. Somit die Leute verbringen enorm viel Zeit auf sozialen Medien. Schon vor der Krise waren wir bei durchschnittlich 3 Stunden pro Tag der Nutzer weltweit und diese Zahl ist nochmal gestiegen. Auch der Nutzung der Videokonferenzen spüren wir selbst alle, so wie jetzt gerade eben auch, sowohl im privaten Bereich als auch im Bereich des Berufs werden viel mehr Videokonferenzen abgehalten zu den unterschiedlichsten Themen und Bereichen und somit ist die Nutzung des Internets enorm viel mehr geworden. Wir sehen das in China auch sehr stark. Dort waren wir schon quasi 6 Wochen voraus und haben gesehen, was auf uns zurollt. In unserem Büro in Shanghai sind die Kollegen schon wieder am Arbeiten. Auch die Geschäfte, die Restaurants, die Friseure in Shanghai sind offen. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass nach der Öffnung der normale Konsum nicht gleich auch wieder angestiegen ist. In der Gastronomie und im Vertrieb offline sieht man in China, dass auch nach der Öffnung die Zahlen nicht wieder auf das Niveau schnell steigen wie davor. Und somit haben in den letzten Wochen alleine in China sehr, sehr viele Anbieter neue Wege ausprobiert und versucht. Beispielsweise werden Autos über das eBay-Pendant in China angeboten und zum Teil verkauft. Und oftmals ist es in China auch pure letzte Chance. Also entweder man versucht Dinge oder man steht vor der Insolvenz. Dadurch, dass der Schutzschirm der Industrie nicht so groß und so stark ist wie bei uns in Bayern und in Deutschland. Gleichzeitig sieht man auch, dass sehr viele Teile des öffentlichen Lebens sich natürlich auch ins Internet verlagert haben. Beispielsweise Unterhaltung wie Sport. Ja, wenn man Jan Frodeno gesehen hat vor 2 Wochen, der Ironman durchgeführt hat bei sich zu Hause, oder Felix Neureuther, der jeden Tag für Kinder und Jugendliche Sportangebote vorturnt, oder auch viele Influencer, die live gehen, um da auch einen Teil wieder zurückzugeben und die Leute zu Hause zu unterhalten oder auch abzulenken von der aktuellen Phase. Es gibt sehr viele Köche und Künstler wie Jamie Oliver, die kochen und dort live Dinge zur Verfügung stellen oder auch E-Learning-Angebote, die zu Hause konsumiert werden können. Diese auf der einen Seite mehr Zeit zu Hause und dann auch mehr hochwertige Inhalte führt dazu, dass die Nutzungszeit auf den Plattformen sich enorm erhöht. Und somit besteht aus unserer Sicht da auch einfach eine sehr, sehr große Möglichkeit, sich als Unternehmen da einzureihen, auch Inhalte zu publizieren und dann dort vorzukommen. Die Beispiele aus den Unternehmen kommen gleich. Grundsätzlich hat natürlich die Digitalisierung auch vor Corona schon begonnen und uns die letzten 10, 20 Jahre große Veränderungen beschert. Man sieht hier einerseits die schwarzen Balken, wie hat sich die Time Spent, also die Verweildauer auf gewissen Medien, wie sieht das heute aktuell aus? Da ist es im Fernsehen, im TV die letzten Jahre runtergegangen. Im Printbereich ist es runtergegangen, digital, mobile, aber auch Radio hat zugenommen. Zeit verzögert die Werbeausgaben, die Investments im Bereich dieser einzelnen Medien.
verzögert natürlich. Das heißt, hier ist es noch keine Balance aus Ausgaben im Werbebereich und der Zeit, die die Leute auf den Plattformen sich bewegen. Und heute spielt Corona natürlich hier eine Katalysatorrolle. Das heißt, die Zahlen bewegen sich noch schneller. Nicht nur aber digital, sondern auch die Radionutzung hat in den letzten Wochen sehr, sehr stark zugenommen. TV auch. Das ist ein Überblick zur Information aus Social Media. Was sind die am stärksten genutzten Plattformen weltweit? Nach wie vor ist Facebook Plattform Nummer 1 übergreifend in der Welt. Die Nutzung hat sich natürlich verändert. Die Leute, die heute 20 sind, posten keine Urlaubs- und Partybilder mehr auf Facebook. Das passiert heute natürlich eher auf Instagram oder TikTok. Aber die Breite der Gesellschaft, sowohl in Deutschland als auch weltweit, findet auf Facebook statt. YouTube ist Plattform Nummer 2, die größte Suchmaschine nach Google. Dort werden die ganzen Bewegbilder gefunden. WhatsApp wird natürlich sehr stark genutzt. WeChat ist das WhatsApp-Pendant aus China. Und mit am stärksten wachsend aktuell sind Instagram, wo auch Leute über 40 immer mehr die Plattform nutzen. TikTok, die Plattform, eine weitere aus China. Und LinkedIn. Auch gerade seit Corona gibt es immer mehr Inhalte im Bereich E-Learning, aber auch Unternehmensinformationen, die über LinkedIn verbreitet werden. Dann China Weibo, eine weitere Plattform aus China, Twitter und Pinterest. Und das Interessante dabei ist eigentlich, dass die gesamte Gesellschaft über diese Kanäle erreicht werden kann, aber eben nicht auf jeder Plattform jede Person. Ja, somit sieht man hier auf der X-Achse einmal durchschnittliches Haushaltseinkommen schematisch und auf der Y-Achse eher die jüngeren Menschen und die älteren. Facebook deckt natürlich da einen sehr, sehr großen Teil ab der Gesellschaft, aber nicht mehr die ganz Jungen. Auf WhatsApp der größte Teil eigentlich, das wird genutzt von jung bis alt. Twitter, zurückgehende Nutzungszahlen in Deutschland. Hier sind hauptsächlich Experten, Medienleute, Journalisten zu finden. Auf Instagram junge Leute, aber immer mehr auch dann ältere Personen, LinkedIn grundsätzlich einfach die Personen mit einem höheren Haushaltseinkommen nach Studium und mit dem Studium und dann TikTok, da das ist die Plattform für die ganz, ganz jungen Menschen. Das einmal so im Überblick, welche Kanäle gibt es aktuell in Deutschland und welches haben da die höchste Priorität, um Personen zu erreichen. Nun möchte ich gerne dazu übergehen, was machen Unternehmen im Bereich Social Media basierend auf diesen vier Säulen, auf die ich jetzt im nächsten eingehen möchte. Vincent, ich möchte dir kurz die Möglichkeit geben, falls du noch Fragen hast zu Teil 1. Genau, kannst du mich hören? Sehr gut. Sehr gut, perfekt. Ich wollte noch mal kurz fragen, weil das war jetzt vor allem Social Media. Jetzt haben wir, es gibt ja genauso noch Webseite, Mobile Apps, andere Arten oder E-Mail-Listen, die alle einen digitalen Kommunikationskanal zum Kunden binden. Also manche machen ja auch eher dann nur Webs, vielleicht nur Webseite. Ich glaube, ein paar gibt es wahrscheinlich, die nur Social Media machen. Aber oft ist es ja genauso ein Zusammenspiel zwischen diesen, sagen wir, klassischen Kanälen und vielleicht auch nochmal, also neben dem, was ist mit den ganzen Advertisements. Also wenn man jetzt auf Google-Werbung schaltet oder auf Facebook-Werbung schaltet, ist das das, was du unter Social Media auch siehst oder ist das eher eine andere Art, darüber nachzudenken? Also sind unterschiedliche Disziplinen innerhalb dieses gesamten digitalen Bereichs. Wir kennen uns am besten aus mit Social Media, sind aber auch in den anderen Bereichen tätig. Die Wichtigkeit einer Website hat sich innerhalb der letzten 5 Jahre verlagert. Ja, immer weniger Leute gehen einfach direkt auf eine Webseite und geben diese Webseite ein und suchen dort aktiv regelmäßig nach Informationen. Ja, natürlich geht man zu Google und sucht dann nach gewissen Themen. Das heißt, das ganze Google Search Marketing, SEO, SEM ist sehr relevant, um Inhalte aktiv zu suchen. Social Media fungiert da eher wie eine Fußgängerzone. Ja, das heißt, man
ist dort aktiv mit Freunden, Familien und so weiter und sieht dann Angebote, ja, die man vielleicht auch gar nicht proaktiv sucht. Basierend aber auf meinen Interessen, die Facebook natürlich kennt, können Unternehmen mich dann bewerben. Ich habe zum Beispiel Interesse an Fahrradsport, dann bekomme ich da Inhalte angezeigt, klicke dann darauf und gehe dann auf weiterführende Seiten. Somit die Webseite kann eigentlich gesehen werden wie eine Visitenkarte, ja, wo man einfach eine hochwertige Präsenz seiner Unternehmung braucht. Wenn es da einen E-Commerce-Bereich gibt, einen Verkaufsbereich, dann ist es natürlich auch gut. Oder weitere führende Artikel, Informationen, Substanz. Man kann aber nicht erwarten, dass wenn man nur seine Webseite hat, dass dann die Leute automatisch kommen. Ja, somit ist sowohl im Bereich Google Marketing als auch Social Media Marketing ist es sehr, sehr wichtig, die Leute da auf die Plattform zu bekommen. Wenn man es dann natürlich schafft, Leute zu konvertieren in eine E-Mail-Anmeldung, dass wenn man regelmäßig hochwertige Inhalte hat, die Leute sich anmelden und dann man mal über ein E-Mail-Marketing-Tool Leute regelmäßig erreicht, ist es auch sehr, sehr sinnvoll. Im Bereich Apps ist es eigentlich so, dass die meisten Leute weltweit, sieht man das, 3 bis maximal 5 Apps regelmäßig nutzen. Alles Weitere sind dann Apps, die man mal sich runterlädt, dann vielleicht 2, 3 Wochen nutzt und dann geht die Nutzung wieder zurück. Ich glaube, das kennen wir alle von uns selbst. Somit muss man sich überlegen, schafft man es, einen Mehrwert zu bringen, der langfristig so hochwertig ist, dass man Leute regelmäßig auf seine App bekommt? Oder nutzt man dann einfach bestehende Apps, die zur Verfügung stehen? Wie beispielsweise eBay, Amazon, kann man seine Inhalte dort auch positionieren, neben den Social-Media-Plattformen, um seine Informationen zu positionieren oder sogar Produkte, die dann verkauft werden können. Hast du noch weitere Fragen oder kommen noch Fragen aus der Community? Nee, im Moment noch nicht. Zumindest nicht zu dem Thema. Ja. Gut, dann würde ich mal direkt weitermachen. So, kommen wir zum Thema der Führung und digitales Leadership. Ich glaube, wir stehen alle vor einer Herausforderung, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen nicht mehr tagtäglich sehen. Also ich fahre nach wie vor jeden Tag ins Büro, aber wir sind hier 2 Leute. Ja, ein Kollege, der sich um die Technik kümmert und ich. Wir sind immer auf Sicherheitsabstand, aber ansonsten ist gähnende Leere. Das heißt, man trifft sich nicht wie normal. Man kann nicht genau sehen, woran arbeiten welche Kollegen und was passiert. Und wir haben gemerkt, auch schon während die chinesischen Kollegen im Homeoffice waren, dass eine regelmäßige Kommunikation und auch Struktur für die Mitarbeiter enorm wichtig ist. Wir haben dabei nach innen die Kommunikation enorm ausgebaut. Wir haben jeden Tag um 8.30 Uhr mit den Teamleitern ein Check-in, um jeden Tag um 12 Uhr für die ganze Firma 5 Minuten Check-in und dann auch in den Teams nochmal individuell. Und ich habe gemerkt, dass diese Erhöhung der Kommunikation enorm dazu hilft, Orientierung zu geben und Kontext, weil viele Mitarbeiter haben natürlich jetzt Sorgen. Gibt es meinen Arbeitsplatz noch morgen? Wo steht die Firma? Wie geht es uns? Wie geht es den Kollegen? Was heißt das am Ende für mich? Aber wir haben gemerkt, auch unsere Kunden brauchen Kontext. Gerade auch immer wieder natürlich neue Ideen. Und wir sehen, die Kunden, auch unsere Kunden oder generell auch am Markt Unternehmen, die mehr kommunizieren, sowohl nach innen als auch nach außen und dann da Transparenz in Kontext geben und Orientierung bekommen extrem viel positives Feedback. Und man hat somit natürlich auch die Möglichkeit, nach wie vor am Markt präsent zu bleiben. Und insbesondere die Unternehmen, bei denen auch die CEOs, die Vorstände und die Geschäftsführer hinstehen und auch sagen, so sieht's bei uns aus, das machen wir, oder auch mal negative
Botschaften kommunizieren, bekommen extrem viel positive Rückmeldung und am Ende baut das Vertrauen auf und bildet Marken auch sicherlich über die Corona-Krise hinaus. Gute Beispiele, die wir hier mitgebracht haben, ist einmal Herr Höttges, der CEO der Telekom, der natürlich auch schon vor Corona viel kommuniziert hat, aber jetzt auch immer wieder regelmäßig kurze Statements gibt, sowohl an die Mitarbeiter nach innen als auch dann an den Markt nach außen. Wo steht die Firma, was wird gemacht und wie geht's weiter? Auch die Hypovereinsbank einerseits über die ganze Vorstandsebene hinweg kommuniziert sehr viel und regelmäßig, aber bietet auch eben Orientierung für die Kunden, zum Beispiel mit Expertencalls, Streamings und Kontextweitergabe im Markt. Und unser Beispiel, wie gesagt, auch wir versuchen da viel zu machen und bekommen da auch gute Rückmeldungen der Mitarbeiter, die sagen, das motiviert mich, das hilft mir, das gibt mir auch eine gewisse Struktur im Tagesablauf, der sich teilweise einfach radikal verändert hat. Vincent, möchtest du da nochmal drüber sprechen? Gibt es dazu Fragen vielleicht? Also mich würde nochmal interessieren, da kam auch schon eine Frage in der Richtung. Video, jetzt hast du auch gezeigt, in dem Beispiel waren ein paar Videobotschaften. Wo ist der Unterschied aus deiner Sicht auch in der Wahrnehmung? Ist eine Videobotschaft besser? Ist doch wieder ein klassisches Vorstandsschreiben als gesendetes PDF besser? Ergänzen sich die beiden? Oder sollte man eigentlich primär auf Videobotschaften umschalten? Und dann auch die Frage, wie gut muss denn so eine Videobotschaft sein? Also braucht da erstmal jeder ein Fernsehstudio, damit man sagt, nee, das muss aber irgendwie, jetzt muss man die Kompetenz aufbauen oder reicht eigentlich auch vor der Webcam aufgenommen, weil vor allem die Emotionen und die Authentizität wahrscheinlich rüberkommen müssen. Was ist da so eure Erfahrung? Ja, ich glaube, in einer Botschaft grundsätzlich gibt es ja einen informativen Teil, aber eben auch einen emotionalen Teil. Und der informative Teil, den kann man sicherlich auch über ein Vorstandsschreiben per E-Mail oder per PDF und Brief formulieren. Aber das Menschliche, glaube ich, ist was uns allen momentan am meisten fehlt. Teilweise hat auch nicht jeder eine Familie, sondern sitzt vielleicht alleine irgendwo in einer Wohnung und hat diesen menschlichen Kontakt nicht. Und gerade die Wärme einer Botschaft kann man sehr, sehr schwierig über Zeilen ausdrücken. Und einen Chef auch mal zu sehen, und das braucht nicht jetzt so einen Hintergrund wie hier, sondern das reicht auch, wenn man sich selbst mit seinem Handy oder Laptop filmt und dann auch mal sagt, wie geht's einem selbst, wie geht's, welche Probleme hat man damit, vielleicht auch in der eigenen Familie, und welche Probleme hat die Firma, aber eben auch dann den Optimismus, die Kraft und die Stärke auszustrahlen für die Zukunft. Da sind, glaube ich, Gesten, Mimik enorm wichtig und das schafft kein Vorstandsschreiben und daher ist es so wichtig, auch in diese Videobotschaft mit reinzugehen. Das ist zwar ungewohnt sicherlich am Anfang, aber ich glaube, die Effekte für die Mitarbeiter und da diese Orientierung und der Optimismus ist so nicht vergleichbar abzubilden. Okay, vielleicht noch eine Frage, die kam. Wie geht man aus deiner Sicht am besten mit einer gewissen Art Dilemma um? Wenn du hast jetzt vorhin gesagt, der Firma geht es vielleicht nicht so gut. Das kann auch durchaus sein, dass das in eine drohende Insolvenz überführt werden könnte, was dann wiederum Sorgen bei Mitarbeitern hervorruft, die vielleicht aber gar nicht ganz oder unnötig wären, weil eigentlich geht es gar nicht so schlecht. Also wie kriegt man das hin, dass man sagt, auf der einen Seite möchte man transparent kommunizieren, weil Transparenz ja auch oft Sicherheit gibt, aber auf der anderen Seite kann bestimmte Transparenz auch Sicherheit nehmen, wenn sie vielleicht unterschiedlich interpretiert wird. Also würdest du eher sagen, ja, lieber alles auf den Tisch legen oder sagen, bei bestimmten Themen lieber etwas, lieber über ein Schreiben kommunizieren, wie dass man noch über irgendeine Gestik eine Sekundärbotschaft rauslesen kann? Ja, ich meine, diese Gefahr besteht natürlich. Also und vor allem natürlich auch immer die Gefahr, wie wird etwas interpretiert. Ja, wenn ich Informationen gebe, muss ich davon ausgehen, dass ich sehr, sehr viel Kontext auch geben muss, dass das Gesamtbild von jedem Mitarbeiter auch verstanden wird. Und somit
Wenn man etwas sagen möchte, heißt es nicht auch immer gleich, dass das natürlich ankommt, so im Detail. Und oftmals aktuell in der Situation weiß man auch nicht genau, was sind noch die Einflussfaktoren und wie wahrscheinlich wird denn eine Situation. Grundsätzlich plädiere ich aber dafür, ehrlich zu sein und transparent, so weit wie es geht. Mit dem Hintergrund verstehen auch alle Mitarbeiter, was ich damit sagen möchte und welche Konsequenz das hat. Ich glaube, es ist dabei wichtig, diese Transparenz zu bieten, weil man davon ausgehen muss, dass es natürlich ohnehin sehr, sehr viele Gespräche gibt. Aktuell Telefonate, E-Mails, WhatsApp-Austausch. Also jeder Mitarbeiter macht sich ja seine Gedanken. Und natürlich kann es sein, wenn es eine schlechte Nachricht gibt, dass es dann eher auch eine Situation tendenziell verschlechtern könnte. Ich glaube aber, dass da Transparenz auch in schlechten Botschaften positiv ist im Hinblick auf gemeinsam können wir es schaffen. Weil wenn man sagt, okay, uns geht es schlecht, wir müssen in Kurzarbeit, wir müssen vielleicht sogar abbauen, aber wir tun das und das und das, 1, 2, 3, 4, um die Firma zu retten oder auch Arbeitsplätze zu retten und dann die Leute hinter sich zu bekommen, dass sie mitziehen, um dann die Kollegen, die Arbeitsplätze und an das Unternehmen zu retten. Ich glaube, dieser Effekt, den erreicht man nur, indem man diese Klarheit mit in die Botschaft reinbringt. Perfekt. Gut. Genau, mach mal weiter. Ich schaue mir die anderen Fragen an und dann schmeiße ich sie später rein. Gut, vielen Dank. Der zweite Teil ist digitale Vorreiterrolle. Es gibt natürlich über Social Media jetzt die Möglichkeit, Inhalte anzubieten und Kontakte herzustellen, die davor nicht möglich waren. Dazu möchte ich gerne ein paar Beispiele bringen. Ein Mittelständler Schöck aus Baden-Baden bietet Dämmmaterial für Akustik und für Wärme. Beispielsweise auch Technologie, hochwertige, um Balkone an Häuser zu montieren. Also es sind in der Baubranche sehr komplexe Produkte, die eigentlich bislang immer in Schulungen mit Bauingenieuren und Architekten face-to-face stattgefunden haben. Schöck hat enorm schnell jetzt reagiert und digitale Webinare und Sessions in kleinen Gruppen, aber auch 1:1 durchgeführt. Die gehen jetzt hier direkt erste Tests, stellen diese Schulungen dann auch online zur Verfügung. Danach kann man auch noch über Videocalls und WhatsApp-Austausch in den Dialog gehen. Man hat nicht mehr die Möglichkeit, sich auf Baustellen beispielsweise genauso zu bewegen wie davor. Und somit werden digitale Möglichkeiten genutzt in einer Branche, die jetzt nicht als die allerdigitalste gilt, um nach wie vor Produktinformationen zu geben, bis hin auch dann zu Bestellungen über digitale Kanäle, was davor auch nicht möglich war. Da muss man natürlich dann auch immer schauen, wie stark sind die Architekten und Bauingenieure auch schon auf diesen Kanälen aktiv und kennen sich da aus. Aber auch da bietet dann das Unternehmen Kontext und versucht, seine Konsumenten im B2B-Bereich dann zu schulen, um das zu ermöglichen. Ein weiteres Beispiel, HIP aus Bayern, bietet jetzt sehr viel Orientierung und Information, indem es zum Beispiel virtuelle Rundgänge gibt und erklärt wird, wie auf dem Bauernhof, welche Produkte in der Babynahrung stattfinden, wie die Nahrung produziert wird, welche Vorteile sie hat. Das heißt, sehr viel Informationen, die das Unternehmen jetzt über die digitalen Kanäle hier bereitstellt. Und ein weiteres Beispiel von der Firma Wine Moment, die sind aus Stuttgart. Das ist eine Firma, bei der man Wein und Gin kaufen kann, also ein ganz normales Geschäft. Hier bieten sie jetzt Live-Tastings an über Social Media. Das heißt, man geht auf die Website oder ruft an und kauft sich ein Paket Gin fürs Wochenende und dann gibt es auf den digitalen Kanälen ein gemeinsames Tasting. Das heißt, man sagt, okay, jetzt wird Gin Nummer 1 getrunken. Dann kommen sogar die Produzenten dieses Gins mit dazu, erklären, wie der hergestellt wird,
was man dabei beachten muss. Also sie versuchen hier neue Wege der Kommunikation zu gehen und auch des Vertriebs. Es lässt sich natürlich nicht immer eins zu eins auf jede Branche direkt übertragen, aber Dinge auszuprobieren und da mutig voranzugehen, glaube ich, ist momentan eine Möglichkeit, weil auch die Konsumenten bereit sind, neue Wege des Konsums und des Medienerlebnisses zu testen. Ein weiteres Beispiel war natürlich auch der Kommunalwahlkampf, den uns ja auch Corona voll erwischt hat. Gerade zur Stichwahl, auch hier in München, waren ja keine Events mehr möglich. Christina Frank hat die Wahl zwar leider nicht gewonnen am Ende, aber hat da enorm viel ausprobiert über digitale Kanäle, beispielsweise Pressekonferenz über Video oder Facebook Fragen beantwortet der Wählerinnen und Wähler jeden Tag. Und es ist aus meiner Sicht da einen enorm mutigen Weg gegangen, digitale Kanäle da zu nutzen, um politischen Diskurs zuzulassen und da neue Wege auszuprobieren. Ein weiteres Beispiel von BMW. BMW stellt seit vielen, vielen Jahren seine Produkte vor, entweder bei der IAA oder in der BMW-Welt. Aktuell finden solche Events natürlich nicht statt. Vor wenigen Wochen wurde das neue wichtigste Motorrad des Jahres vorgestellt, das dieses Mal über die digitalen Kanäle präsentiert wurde und für enorm positiven Anklang in der Motorrad-Community gesorgt hat. Über 19 Millionen Nutzer wurden erreicht in 20 Ländern. Und es wurde eigentlich ganz simpel durchgeführt. Einfach ein Motorrad hingestellt mit einem Entwickler daneben, der das Motorrad enthüllt hat und dann erzählt hat, welche Features da möglich sind. Und das Motorrad kann jetzt natürlich auch dann über die einzelnen Händler oder dann auch über die Website digital gekauft werden. Das ist natürlich jetzt ein Beispiel eines sehr großen Unternehmens, das es leichter hat in der Digitalisierung. Aber ich möchte da auch gerne ein paar weitere Beispiele bringen, die jeder eigentlich relativ gut umsetzen kann. Im B2C-Bereich, beispielsweise über die Vorstellung der einzelnen Produkte und Inhalte über entweder eben über Google oder auch über Social Media. Und wie schon gesagt, die sozialen Medien sind aktuell wirklich wie eine Fußgängerzone, weil man verbringt da 2, 3, 4 Stunden am Tag, scrollt durch die einzelnen Inhalte durch. Und wenn mich da ein Produkt erreicht, das ich vielleicht jetzt gar nicht kaufen wollte, aber wenn ich da ein Möbelstück sehe, einen Schreibtisch oder ein Sportgerät, dann motiviert es mich momentan vielleicht doch zu einem Kauf, weil gewisse Dinge kann ich ja nach wie vor machen. Ja, und hier sind 3 Beispiele aufgeführt. Einmal Alpenherz. Dirndl kann man ja dieses Jahr leider nicht auf dem Oktoberfest tragen, aber zu Hause dennoch. Oder eben Segmüller-Möbel und Fahrräder und Sportgeräte. Und über Social Media hat man die Möglichkeit, enorm individuell Nutzer anzusprechen. Das heißt, ich kann sagen, München plus minus x Kilometer in der Region. Alter von A bis B, nur Männer beispielsweise mit Interesse Mountainbike oder Möbel und oder andere Interessen. So werden die Segmente einfach verkleinert, bis die Zielgruppe genau passt zu meinem Angebot. Und dann kann ich die gewissen Werbebotschaften einstellen und dann sehen es auch nur die, die das sehen wollen. Voraussetzung dafür, dass es dann eben weitergeht, ich brauche einen gewissen Funnel, um dann auch Umsatz generieren zu können. Das kann sein, ich habe schon einen bestehenden E-Commerce-Shop eingerichtet. Das ist natürlich das Beste. Andere Möglichkeit bietet dann auch, einen eBay-Shop einzurichten oder über Amazon dann Produkte zu verkaufen oder eben auch über andere entsprechende Websites.
Vincent, möchtest du dazu noch mal näher eingehen? Ganz konkret auf die Beispiele noch nicht, aber ich habe noch vielleicht ein, zwei Fragen, die jetzt ein bisschen nochmal, vielleicht nochmal in den Bereich davor übergehen. Einmal eine Frage war, es geht auch um die ganz praktische Kommunikation. Also praktisch sagt das 10 Mitarbeiter und irgendwie möchtest du dich mit denen genauso kommunizieren über Videochat, über Skype, über Meets, was es nicht alles gibt. Was ist da deine Erfahrung, wie nutzen das Mittelständler tatsächlich? Also werden diese kleinen Videokonferenzen tatsächlich gemacht? Oder ist es eher was noch so 1% der Leute vielleicht nutzt, aber der Großteil nutzt eigentlich diese Chancen noch gar nicht oder traut sich an die noch nicht ran? Oder die interne IT hat die Kamera noch nicht freigeschaltet oder kann da verschiedene Gründe haben? Also wie werden diese neuen Tools, die jetzt für junge Unternehmen mehr oder weniger state of the art sind, von Zoom oder anderen Tools, gibt's ja genug auf dem Markt. Ja, wie nutzt das aus deiner Sicht im Moment der klassische Mittelstand oder ist es da noch nicht so angekommen? Also meine Erfahrung zeigt, dass es eigentlich oftmals nicht von der Größe des Unternehmens abhängig ist. Teilweise haben wirklich ganz, ganz große Konzerne größere Probleme aufgrund auch ihrer Komplexität und Compliance-Vorschriften als Mittelständler oder auch kleine Unternehmen. Das hängt oftmals davon ab, wie wurde in der Vergangenheit das Thema Digitalisierung und digitale Kommunikation schon vorangetrieben, wie beispielsweise bei Schöck, die da schon einen großen Schritt davor gegangen sind. Woran es oftmals scheitert, sind die Zugriffsbestimmungen, auch auf Video, Mikrofon, Datenzugriff, auch Download von gewissen Apps, die einfach nicht ermöglicht wurden in der Vergangenheit. Da haben die meisten IT-Abteilungen dann sehr, sehr schnell reagiert. In Abstimmung natürlich dann mit dem Datenschützer oder mit der Rechtsabteilung, um diese Dinge dann durchzuführen. Und wir merken in vielen Unternehmen, auch im Mittelstand, gibt es natürlich Mitarbeiter, die das erste Mal machen. Ja, aber die jetzt dann sich auch trauen, weil sonst ist man irgendwie abgeschnitten von der Kommunikation im Unternehmen. Da ist es wichtig, einfach auch sensibel voranzugehen. Also manche nutzen diese Themen schon privat enorm lange, andere das erste Mal. Wir haben da auch eine Person identifiziert, die auch alle anruft regelmäßig und fragt, passt die Technik, das Setup in jeglicher Hinsicht. Und das machen viele andere Unternehmen auch. Gerade einer, der da sehr bewandert ist, und da ist es egal, ob das dann 10 Mitarbeiter sind, 100 oder 1000, aber dann genau zu definieren, welches Tool nutzen wir für welche Kommunikation. Also wozu nutzen wir E-Mail, wozu nutzen wir Videotelefonie, wozu nutzen wir normale Telefonie. Das genau einmal runterzuschreiben als Unternehmensleitung und das dann vorzugeben, hilft. Ja, weil am Anfang war es oftmals, wir nutzen hierfür Zoom und hierfür nutzen wir Teams und dann hierfür iPhone oder WhatsApp. Und das einmal runter zu gliedern und zu sagen, okay, wer hat hier den Hut auf, um das dann auch zu exekutieren, hilft enorm. Haben wir eine Frage, habt ihr da schon Best Practice? Weil das muss ja dann immer jeder wieder selbst erfinden. Und am Ende sind es ja trotzdem ähnliche Herausforderungen, weil was du gesagt hast, wann nutzt man ein Telefon, wann macht man es doch per Video? Eigentlich wäre das ja ein sehr gutes Element, was man sagt, das sind die, und das wird auch die Tool-Auswahl. Ja, welche Tools nimmt man, welche gibt es vielleicht auch hier lokal im Sinne von einem besseren Datenschutz oder einer höheren Sicherheitsanforderung. Da hat ja jeder was anderes. Also jeder muss diesen ganzen Markt screenen, der doch ziemlich kompliziert ist im Detail. Habt ihr da schon irgendwie 2, 3 Beispiele, die man sagt, so machen das Unternehmen, das ist eigentlich so eine, kristallisiert sich so als Best Practice raus? Ja, also wir persönlich nutzen Microsoft Office, also hatten das natürlich davor schon. Gerade das Tool Teams innerhalb der Microsoft Office, des Packages, hat sich als extrem hilfreich erwiesen. Warum? Einerseits kann ich Arbeitsbereiche definieren, also Kundenprojekt 1, 2, 3 oder internes Projekt, lade dort die Leute ein, die dann in einem Chat sich austauschen zu diesem Projekt und dort auch die ganzen Daten
binden können. Also auch eine Kollaboration über Word, Excel und PowerPoint ist darin direkt möglich. Und wir haben unglaubliche Effizienzgewinne damit erreicht, weil alle Leute darin arbeiten. Dann zu Abstimmungsmeetings schaltet man einfach alle Leute auf Videotelefonie und somit wird innerhalb von 30 Minuten der Status quo zum Projekt besprochen, dann die Aufgaben wieder definiert und dann geht es weiter. Das heißt, die Hauptarbeit findet bei uns in Microsoft Teams statt. Dann die offiziellere Kommunikation, auch nach außen mit den Kunden, natürlich nach wie vor über E-Mail. Wir nutzen auch WhatsApp für die, sagen wir mal, die flapsige Kommunikation, den Spaß. Das heißt, auch da gibt es eine Gruppe für die ganze Firma und dort sind dann die nicht ganz so seriösen, hochoffiziellen Inhalte drin, um auch ein bisschen den Spaß in die Firma reinzubringen. Heute beispielsweise haben wir einen Trachtentag definiert. Wir haben immer wieder auch teilweise Mottos. Wir hatten auch einen Konzerttag, da haben die Leute Musik gemacht. Diese Woche war natürlich alles sehr enttäuscht, weil das Oktoberfest nicht stattfindet. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir es in klein und so stellt jetzt da jeder seine Fotos von zu Hause rein und das gibt dann Schmunzler und auch einfach ein bisschen positives Feeling. Zoom nutzen wir auch. Ja, Zoom ist ja auch gerade immer wieder im Datenschutz, wird es angegriffen, wurde gehackt ein paar Mal die letzten Wochen. Wir führen aber auch Zoom-Calls durch, teilweise mit unseren Kunden, also entweder Teams oder Zoom. Sobald es im Zoom über offizielle Themen geht, Zahlen, die nicht raus sollten und so weiter, würde ich empfehlen, das nicht zu tun. Solange es um normalen Dialog und Diskurs geht, glaube ich, ist das Risiko vertretbar. Am Ende kann jede Plattform gehackt werden, genauso Google und Facebook. Was ich gehört habe, ist, dass Zoom enorm da nachgezogen hat, im Hinblick auf die Schutzmechanismen, Firewalls und so weiter hochzuziehen. Also das sind die Mittel, die wir da im Einsatz haben. Sollte es dazu noch mehr Fragen geben, können wir das im Nachhinein gerne alles beantworten. Wir testen aktuell parallel gerade enorm viele, gerade Videotelefonie, Softwareanbieter. Super. Da würde ich sagen, Herr Mammer, kannst du noch deine Erfahrungen ergänzen, Vincent? Ja, also wir haben in der Firma sehr alles auf Google gesetzt. Oft geht man ja in eins der beiden Silos, also entweder man geht in die Microsoft-Welt oder man geht irgendwie in die Google-Welt. Da kann man dann wieder unterscheiden zwischen der, also bei Microsoft zumindest, ist bei mir schon sehr lange her, zwischen der Cloud-Welt und eher so noch der klassischen Word auf dem Computer Datei-Welt. Wir waren mit Google sehr zufrieden, weil es auch einfach sehr smooth alles zusammenpasst. Ich glaube, die nehmen sich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Auch da gibt es ja diverse Meeting-Logiken, wie man sofort einen Videocall starten kann, wie man das ganze Sharing funktioniert, die Kollaboration. Also das war unser Tool. Aber wir haben auch noch Slack dazu genutzt. Ich glaube, Slack ist ähnlich wie Teams, das ergänzt es. Das ist bei Google jetzt, war es noch nicht so gut. Diese Chat-Logiken, also ich glaube, auch das ist hilfreich. Und ich denke mir eben, im Moment gibt es auch viel gute Open-Source-Möglichkeiten, die wiederum ermöglichen, wenn man das selber betreibt, dass man die ganzen Daten, der Daten-Owner quasi bleibt von den Chats zum Beispiel. Das heißt, man muss es nicht irgendwo auf einen Konzern hochladen oder einen amerikanischen Konzern übergeben, sondern man kann auch sagen, ich lasse die bei mir in meinem Datencenter hier in München. Egal, jetzt, ob die Sicherheit natürlich gewährleistet, aber man behält eben die Kontrolle über die Daten und muss sich nicht Sorgen machen, dass die irgendwo hinfließen. Vielleicht noch einen kurzen Aspekt, der mich interessiert hätte noch bei euch, wenn ihr diese Chaträume macht, habt ihr dann eine Art Governance-Kodex? Also wie spricht man da drinnen? Oder was ist, wenn einer seine ganze Lebensgeschichte hoch und runter betet, aber da sind auch noch vier Kunden mit drinnen? Oder habt ihr da irgendwie eine Art Moderatoren für diese Kanäle definiert? Also wir halten generell in Chats die Kommunikation on the point, seriös, aber nicht formell, also ohne groß Hallo, Liebe, so und so und ohne Grüße, sondern wirklich auf den Punkt, so strukturiert und schnell, wie es geht. Also sowohl nach innen als auch nach außen. Ja, und nach außen nutzen wir natürlich auch das dann, was am besten passt, auch zum Kunden, beispielsweise auch Slack, was du erwähnt hast, in der offiziellen Kommunikation via E-Mail. Da
muss die Förmlichkeit schon gewahrt werden. Und gerade für die jungen Mitarbeiter ist es natürlich am Anfang manchmal gar nicht leicht, diese Divergenz auch noch einzuhalten, weil die kommen natürlich aus einer WhatsApp-Facebook-Messenger-Kommunikation und müssen dann auch eigentlich fast wieder trainiert werden, wie man eine seriöse, normale E-Mail an den Kunden schreibt. Aber da gibt es dann Richtlinien, wie vorgegangen wird. Okay, dann würde ich im Hinblick der Zeit, ich sage, gehen wir kurz weiter, dann können wir die Frage noch hinten dran hängen. Gerne. Ich habe auch vorhin noch mal eine Frage gehört zu Social-Media-Nutzung und Verweildauer und so weiter. Das können wir dann am Schluss mit aufnehmen, oder? Genau, habe ich auch mit aufgenommen, ja. Sehr gut. Dann der Vertrieb im B2B-Bereich ist auch möglich aktuell über die digitalen Kanäle, weil jeder Mitarbeiter einer Unternehmung ist natürlich ein Multiplikator der Nachrichten, sowohl ganz normal in der normalen alten Welt redet man mit Menschen darüber, wo arbeitet man, was gibt's für Angebote und so weiter. Und das kann auch über Social Media stattfinden. Ja, wir arbeiten für verschiedene Unternehmen, gerade im Banking und darüber hinaus. Und dort haben wir die letzten Monate schon sehr, sehr viele Schulungen durchgeführt für Vertriebsmitarbeiter, eigentlich klassische Vertriebsmitarbeiter, und die enabled, um auch auf digitalen Plattformen aktiv zu sein und dort die Botschaften zu senden. Und sowohl insbesondere auf LinkedIn ist es eine großartige Möglichkeit, um dann im B2B-Bereich Angebote darzustellen und vorzustellen, weil die Netzwerke aus der realen Welt übertragen sich oftmals natürlich auch dann auf die Online-Welt. Und hier hat man immer wieder die Möglichkeit, in einem kleinen Schaufenster darzustellen, welche Angebote werden dann dargestellt. Und wenn man das als Unternehmen bereitstellen kann, dann gibt es auch jetzt gerade die Möglichkeit natürlich, dass man seine Mitarbeiter als Multiplikatoren nutzt, egal in welchem Bereich. Aber insbesondere B2B bietet sowohl LinkedIn als auch natürlich Facebook, Twitter oder auch WhatsApp die Möglichkeit, hier Kontakt zu halten und vor allem Kontakte weiter fortzuführen, die sonst in der realen Welt einfach momentan wegbrechen. Und da auch, um resilient für Krisen in der Zukunft zu sein, glaube ich, ist es wichtig, diese weitere Kommunikationsmöglichkeit dann auch klug aufzubauen, um somit die Gesamtreichweiten seiner Unternehmung zu vergrößern. Ja, und da würden wir auch empfehlen, da sich zu überlegen, wo es Sinn macht und wie seine Mitarbeiter einzusetzen. Darf ich ganz kurz fragen zu WhatsApp? Ja. Nutzt ihr da die WhatsApp hat ja vor kurzem sich weiter geöffnet, auch mit ihrer API. Nutzt ihr da einen Business-Account oder habt ihr dann irgendwie ein Handy, einen Prepaid-Vertrag, der auf die Firma läuft und das kriegt dann jeder mal in die Hand gedrückt? Oder ihr loggt euch online von mehreren Computern ein oder wie macht ihr das? Das kommt ganz, ganz drauf an, auf den jeweiligen Kunden. Also WhatsApp, die Business-Lösung ist noch nicht sehr gut und sehr weit. Ja, das heißt, der WhatsApp legt nach wie vor sehr viel Fokus auf die 1-zu-1-Kommunikation. Wir haben mit vielen unserer Kunden Workshops durchgeführt mit den Vertriebsmitarbeitern. Und die Vertriebsmitarbeiter haben gesagt, unsere jüngere Generation der Kunden, die schreibt uns einfach an über WhatsApp. Ja, man telefoniert mal mit denen, dann haben sie die Handynummer und dann schreiben die einem einfach an und nutzen teilweise gar nicht mehr die E-Mail-Funktionalität. Für manche Vertriebsmitarbeiter war das fast schon störend. Dann gab es aber, haben wir gemerkt, die Ansage auch vom Vertriebsleiter der Organisation zu sagen, es gab auch eine Zeit vor E-Mail, ja, und heute nutzen wir alle E-Mail. Und es gibt auch eine Zeit, in der Messenger auch mit dazugehören zum Dialog mit den Kunden und auch zum Vertriebsprozess. Und somit sehen wir dieses Thema eigentlich hauptsächlich dadurch, dass man hier die Chance hat, auch Botschaften zu schicken an Kunden. Die Herausforderung dabei ist natürlich, oftmals vermischt sich das, ja, sowohl das private Netzwerk als auch dann das wirtschaftliche Netzwerk. Manche Unternehmen sind dazu übergegangen, ihren Mitarbeitern im Vertrieb kleine Botschaften zu geben. Es gibt auf WhatsApp ja die Möglichkeit, Stories einzustellen in seinem Profil. Und wenn man da dann auch Botschaften reinbringt über
wir verkaufen jetzt das, unsere Firma bietet das an und so weiter, dann funktioniert das. Manche Unternehmen haben da in der Vor-Corona-Zeit zum Beispiel auch Mitarbeiter gesucht und so die persönlichen Netzwerke ihrer Mitarbeiter aktiviert. Jetzt könnte man das zum Beispiel übertragen, auch um Botschaften zu senden, wie vielleicht neue Vertriebswege auch aufgehen. Somit eher der quasi persönliche Nutzen, das persönliche Nutzen dieser Plattform, weil die Business-Komponente wurde von WhatsApp eigentlich eher reduziert. Das heißt, diese Newsletter-artige Nutzung der Plattform ist nicht mehr so möglich wie noch in der Vergangenheit. Und da ist Facebook, also der Mutterkonzern, dran, das auszuweiten. Aber der Rollout dieser Funktion erfolgt erst in Facebook Messenger. Und da sind wir gespannt, wie es da dann weitergeht. Aber die Möglichkeit, weil die Menschen einfach auch auf dieser Plattform sind da Botschaften zu senden. Gut. Okay, magst du dann einfach mal weitergehen in deinem... Mache ich gerne. Also wir sind auch schon bald dann zu Ende. Hier sind noch ein paar innovative Anregungen. Und zwar beispielsweise das Stadttheater in Augsburg hat ein Theaterstück aufgenommen über Virtual Reality. Das heißt, sie haben das gefilmt, ja, dreidimensional, haben dann die VR-Brillen zur Verfügung gestellt und fahren jetzt durch Augsburg. Wer es haben möchte, bekommt eine VR-Brille vor die Haustür gelegt, kann sich in seinem Sessel dann ein Theaterstück jetzt über eine VR-Brille anschauen. Ja, somit kommen die Gäste nicht mehr ins Theater, sondern das Theater kommt dann eben auch in das Wohnzimmer. Finde ich eine tolle Idee, das so umzusetzen. Ein Hebammendienst beispielsweise, nach wie vor werden natürlich die Kinder geboren. Hebammen, glaube ich, sind ganz, ganz schön wichtig. Das kenne ich am eigenen Leib von meiner Frau. Die ist da immer hingegangen und hat diesen Service genutzt, um sich vorzubereiten. Jetzt kommen auch hier die Hebammen ins Wohnzimmer und führen individuelle Kurse durch. Ja, auch da, um diese Übungen durchzuführen über Videotelefonie und Anleitung, auch individuell, um dann die werdenden Mütter darauf vorzubereiten. Weiteres Beispiel, unten links Obi, den Herr, den man hier sieht, in einer App von Obi kann kostenlos eine Fachberatung 1:1 erfolgen und dann hat man da die Möglichkeit, danach über den Online-Shop direkt die Produkte einzukaufen, die man möchte. Auch spannend finde ich insbesondere potenzielle mögliche Kooperationen und Partnerschaften, wie beispielsweise zwischen Sixt und der L'Osteria. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit, jedes Mal, wenn ein Auto gemietet wird, was natürlich jetzt auch nicht mehr so stattfindet, dass man dann einen Gutschein bekommt für L'Osteria. So versuchen da auch Unternehmen, denen es aktuell einfach nicht gut geht, sich gegenseitig Benefits zu verschaffen und generell Kooperationen in der aktuellen Zeit können auch ein wirksames Mittel sein, um neue Wege zu gehen. Ich glaube, oftmals ist es wichtig, sich auch zu überlegen, welche technischen Möglichkeiten gibt es denn alle schon? Ich glaube, man muss gar nicht immer eine neue Website bauen oder App bauen oder Zehntausende und Hunderttausende Euro in die Hand nehmen, sondern die Nutzung von dessen, was es schon gibt, ist einfach da schon eine erste große Möglichkeit, um auch da neue innovative Wege zu gehen. Vincent, damit wären wir eigentlich am Ende und ich würde mich über alle Fragen jetzt freuen. Super, jetzt haben wir genau 15 Uhr, bei mir sind es noch 10 Sekunden, also das ist ja fantastisch. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir noch ein paar Fragen beantworten. Und dann, das Angebot steht nach wie vor, wenn wir die eine oder andere Frage nicht beantworten, schicken Sie sie uns gerne nochmal per E-Mail, zum Beispiel at info@wbu.de, haben Sie auch eine Einladung bekommen und wir schauen dann, Lorenz hat sich bereit erklärt, dass wir in der nächsten Woche dann nochmal drüber schauen
und nochmal die eine oder andere Frage vielleicht aufgreifen, die nochmal kurz durchgehen, damit man auch Fragen später noch aufgreifen können. Vincent, dazu ganz, ganz kurz möchte ich gerne noch ergänzen. Jegliche Frage natürlich sehr gerne. Also nach solchen Diskussionen bekomme ich oftmals Fragen wie, welche Plattform Social Media ist denn die richtige für mich? Oder wie genau kann man das nutzen, bis hin zu, welche Plattform ist die beste für Videotelefonie und warum? Was sind die Vor- und Nachteile? Also egal, wie granular diese Frage ist oder in welchem Bereich, wir können natürlich jetzt die Dinge nur relativ oberflächlich streifen in 60 Minuten, ist gar kein Problem. Ich freue mich über jede Frage. Perfekt, dann würde ich einfach mal kurz oben anfangen. Eine, die ich mir mitgeschrieben hatte, ist, welche Erfahrungen es denn aus deiner Sicht in Bezug auf Effizienz in der Heimarbeit gibt. Also jetzt ist ja Heimarbeit, letztendlich ist ja Arbeit auch sehr oft hat eine Kommunikation, entweder muss ich mit dem Kunden kommunizieren oder mit meinen Mitarbeitern oder mit dem Team kommunizieren. Und die Frage ist so ein bisschen, die Effizienz, geht die nach oben, geht die nach unten? Wenn sie nach oben geht, wie viel geht sie nach oben? Geht sie bei jedem nach oben? Oder nur bei denen, die kinderlos sind, weil die anderen im Moment gar nicht wissen, wie sie ihre Ruhe hinbekommen? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen schon gesammelt? Ja, also wie gesagt, meine Effizienz ist nach oben, weil ich bin im Büro, meine Frau ist zu Hause, die hat den Ärger. Grundsätzlich merken wir eigentlich, dass die Effizienz bei uns nach oben gegangen ist, interessanterweise. Natürlich immer wieder granular, je Mitarbeiter. Es gibt viele, die auch dann Kinder zu Hause haben. Da ist es natürlich anstrengend. Da teilen sich oftmals die Partner auf mit der Kinderbetreuung. Da haben wir auch natürlich Verständnis. Da geht es nicht so wie in einem Single-Haushalt oder bei zwei. Grundsätzlich wichtig ist, eine Struktur im Tag zu haben. Egal ob als Unternehmen oder für sich selbst, dass man sagt, okay, ich habe einen Startzeitpunkt am Morgen und einen Endzeitpunkt am Abend, um da wirklich Beruf und Privates zu trennen. Und dann möglichst einfach auch fixe Blöcke, wenn es möglich ist, um Aufgaben umzusetzen, dass man sagt, okay, ich kümmere mich jetzt 1,5 Stunden um Paket A, dann E-Mails, dann das und dann das. Wir versuchen so als Firma auch, da möglichst viel Struktur reinzubringen, weil komplette Freiheit jedes Mitarbeiters, haben wir gemerkt, ist auch nicht sinnvoll und auch gar nicht gewünscht. Und somit versuchen wir auch da eine individuelle Führung durchzuführen. Also die Führungskräfte sind da auch angewiesen zu sagen, die erfahreneren Mitarbeiter kriegen mehr Freiraum und mehr Freiheit. Die jüngeren Mitarbeiter, die auch noch die Notwendigkeit haben für viele Check-ins, viel Feedback, die bekommen dann einfach eine engere Führung. Ich glaube, das individuell durchzuführen ist sehr, sehr wichtig, weil wenig Führung und viel Freiheit kann auch zu Unzufriedenheit und Ineffizienz führen. Dann ein wichtiger Punkt ist auch, gerade in solchen Videocalls, Vorbereitung. Also es muss immer eine Agenda geben, es muss schon Inhalte vorbereitet werden, das dann strukturiert durchgeführt, auch dann innerhalb des Zeitraumes definiert. Einer muss dann quasi als Schriftführer nochmal die Inhalte zusammenfassen und dann die nachfolgenden Aufgaben festlegen. Ja, sehr gut. Also ich glaube, man kann es wahrscheinlich nicht ganz pauschalieren. Also für den einen ist es effizienter, für den anderen weniger effizient. Ich glaube, manche sind ja schon trainierter in Heimarbeit und manche, die es das erste Mal machen oder eben zu Hause auch nicht die entsprechenden Umgebungen haben. Also einen guten Stuhl, einen guten Schreibtisch, mal ganz einfach, oder einen guten Monitor oder Geräuschquellen im Hintergrund. Die werden sich im ersten Moment etwas schwerer tun. Und trotzdem, glaube ich, ist es wert, sich damit auseinanderzusetzen, weil es, glaube ich, ein klarer zukünftiger Trend ist oder schon ein Trend, der einfach nur weitergeht. Sehe ich genauso. Genau. Vincent, vielleicht noch drei kleine ergänzende Tipps. Einmal, was wir auch gerade den Jüngeren sagen, versucht euch auch wirklich businessmäßig anzuziehen. Also nicht im Jogginganzug hinzusetzen, sondern einfach ein Polo-Hemd oder ein Hemd anzuziehen, dass man sich auch in einem Business-Mindset befindet. Was wir auch machen, wir führen Yoga-Sessions durch, also so kleine Sporteinheiten, was auch ganz gut ankommt. Und wir haben einen Coach,
den man anrufen kann, wenn es einem auch mal nicht gut geht. Also zur Stressreduktion, zu auch mal Probleme diskutieren, weil es gibt natürlich nicht nur helle Momente, sondern schon auch mal können deprimierende, depressive Phasen auftreten vielleicht. Und somit möchten wir auch da eine Möglichkeit geben, dem entgegenzuwirken, ohne dass man sich vielleicht gleich auch zeigen möchte und sagen, oh, mir geht's schlecht. Das kann natürlich auch passieren. Ja, sehe ich auch so. Das finde ich super, dass ihr so einen Coach zur Verfügung stellt. Das finde ich fantastisch. Du hattest vorhin auch schon gemeint, ihr habt so eine Art Digital-Coach. Nicht Digital-Coach, sondern einer, der hilft bei, funktioniert deine Webcam, kommst du mit dem Audio zurecht? Weil das ist auch, da geht man nicht mehr proaktiv, kommt der Mitarbeiter nicht zwingend immer nach oben und sagt, das geht nicht. Sondern manchmal nutzt man es halt dann nicht, weil man es halt nicht wirklich versteht und nicht Lust hat, nachzufragen. Und so ist, wenn man da proaktiv, glaube ich, reingeht, ist das ein sehr guter Weg, da auch Leute abzuholen, die jetzt nicht zu den Digital Natives in diesem Videobereich zum Beispiel gehören. Also finde ich super. Vielleicht noch eine sehr spannende Frage, die reingekommen ist. Im Moment stellen ja alle, du hast auch schon ein paar Beispiele gezeigt, viel kostenlos zur Verfügung. Also hier Theater zeigt kostenlos und die zeigen kostenlos und gefühlt ist alles kostenlos. Das geht für eine Zeit und dann irgendwann muss der Euro eingenommen werden, der das irgendwie tatsächlich finanziert, weil am Ende müssen fließen ja auch Löhne und die wollen auch gezahlt werden. Das heißt, glaubst du jetzt zum Beispiel bei so Bildungsangeboten, Theaterangeboten, wie können die Anbieter daraus tatsächlich ein digitales Produkt schaffen, was auch monetarisiert, was nicht nur nett und was vielleicht mal kurz PR einem kostenlos zur Verfügung stellt und vielleicht ein bisschen bindet, aber wenn es jetzt eine längere Zeit ist, wie kann ich monetarisieren? Ja, also ich glaube, es gibt da auch Statistiken, dass momentan Leute Zugang zu völlig neuen Dingen finden. Zum Beispiel, manche lernen neue Sprachen, manche versuchen jetzt zum Beispiel, bestellen sich Wein und machen Wine-Tastings oder versuchen irgendwelche anderen Produkte oder Dienstleistungen aus, was sie vor 6 Wochen noch überhaupt nicht gemacht haben. Und es kann ja auch sein, dass es jetzt Leute gibt, die zu Theater nicht großen Zugriff hatten oder auch zu Musik, diese Dinge jetzt ausprobieren. Und dann, wenn es wieder losgeht, können damit, glaube ich, auch neue Kunden gewonnen werden. Wie lange dieser Zeitraum ist und dass der Geld kostet, ist mir natürlich klar. Ich glaube aber auch, dass die Unternehmen, die jetzt Dinge anbieten und da in eine gewisse wirtschaftliche Vorleistung gehen, automatisch Markenvalue aufbauen, Bekanntheit aufbauen. Und zumindest so wie wir es sehen, auch was wir lesen in den sozialen Medien, ist den Menschen schon sehr stark bewusst, dass gerade ihre Unternehmen, denen sie verbunden sind, irgendwann wieder Geld brauchen. Das geht los von der Gastro oder vom kleinen Geschäft in der Stadt bis hin zu Theatern und so weiter. Also ich glaube, man ist schon bereit, dann auch Geld zu zahlen und vielleicht dann auch einen gewissen höheren Preis. Aber die Frage ist dann immer, wer bekommt das Geld dann, wenn es wieder losgeht? Und ich glaube, die Unternehmen, mit denen man dann in Verbindung stand, auch in dieser schweren Zeit, ich glaube, dass die mehrfach profitieren im Vergleich zu den anderen. Okay, das heißt, du bist der Meinung, diese wirtschaftliche Vorleistung jetzt rentiert sich oder zahlt sich später aus. Das ist wahrscheinlich auch die Wette dahinter. Glaube ich, ja. Also ich meine, was ist die Alternative? Bestmöglich ist natürlich sowas wie dieses Weinlokal, das dann Dinge versucht umzusetzen, bei dem auch dann was hängen bleibt, monetär und wirtschaftlich. Auch bei dem Theater in Augsburg ist die Nutzung beispielsweise nicht kostenlos. Dann würde ich mal noch zu einer weiteren Frage gehen. Inwieweit divergiert die Social-Media-Nutzung in Kernzielgruppen? Gibt es deutliche Unterschiede der Verweildauer pro Medium? Das sind quasi, wenn ich es richtig verstehe, 2 Fragen. Also in der Social-Media-Nutzung in Zielgruppen, die ich mal definiert habe. Inwiefern, schwanken die oder bleiben die dann sehr stabil? Und die zweite Frage eben ist, sind die Verweildauern pro Medium, unterscheiden die sich stark? Ja, also generell unterscheidet sich das. Die großen Social-Media-Plattformen geben diesen Wert ungern an. Was ist die Gesamtverweildauer meiner Nutzer, teilweise auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram? Die Nutzung ist auch unterschiedlich je Altersgruppe. Da sieht man eigentlich teilweise, dass die älteren Nutzer teilweise auch länger da drauf sind auf diesen Medien am Stück.
Kommt auch daher, dass ältere Nutzer auch oftmals noch über PC dann auf den Plattformen sind. Die jungen Nutzer natürlich primär übers Handy und dann auch mehrfach am Tag Nachrichten und Inhalte checken. Also kürzer, öfter, in der Summe aber auch da sehr lange. Die größte Unterscheidung, wie ich vorhin gezeigt habe, ist je Altersgruppe und Plattform. Ja, das heißt somit die Breite der Gesellschaft eher auf Facebook, die ganz jungen Leute beispielsweise auf TikTok und dann eben auch auf Instagram. Mhm. Also muss man sich schon raussuchen, welches Medium also seine Zielgruppe genau passt. Ja. Nicht, dass man mit dem falschen Medium mit LinkedIn jetzt halt auf die ganz junge Zielgruppe schießt. Da würde man wahrscheinlich genau rennen. Richtig, richtig. Dann vielleicht noch eine Frage. Wie würdest du sagen, sollten Unternehmen, die jetzt halt kurz vor dem Ausstehen, die sich jetzt vielleicht noch mit einem Kredit über Wasser halten, aber ich schaue jetzt mal Richtung Gastro, es hatten gestern eine längere Online-Besprechung, Gastro in München ist ja relativ hart betroffen, nicht nur in München, sondern überall. Die meisten haben nicht irgendwie für mehrere Jahre vorgesorgt, sondern leben oft von der Hand in den Mund, gerade die Kleineren, die jetzt halt vielleicht noch mit ein bisschen Krediten über Wasser gehalten werden. Aber es ist ja auch nicht wirklich, aber ich kann mir zumindest im Moment noch nicht vorstellen, wie das dann wieder geht in so engen Bars, dass man irgendwie ja kein Zentimeter dazwischen passt. Das wird eine ziemliche Zeit dauern. Wie sollten die jetzt in ihre Kommunikation gehen? Was würdest du denen quasi empfehlen? Also ich habe natürlich leider kein Rezept, um die Gastro zu retten, leider nicht. Und das trifft mich wirklich hart, weil diese ganze Gastro-Szene so stark, wie die betroffen sind, ist furchtbar. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir sehen auch das, was in China sich abspielt, selbst wenn geöffnet wird, kommen dann auch nicht die Ströme wieder zurück, weil die Menschen auch Angst haben. Somit sehe ich eigentlich für den Bereich enorm, sehe ich skeptisch und pessimistisch. Ich versuche immer wieder persönlich in der Gastro zu bestellen, also Lieferservices. Da haben ja auch viele umgestellt, die jetzt Dinge liefern und da bin ich auch bereit, dann mehr zu bezahlen, um einfach ein bisschen zumindest Rettung zu bringen. Und ich glaube, sowas dann zu versuchen, zu sagen, okay, wir stellen jetzt uns vor, wir sagen auch, es ist hart, wir versuchen zu unserer Stammkundschaft einen digitalen Kontakt aufzubauen und zu sagen, okay, wir hatten in der Vergangenheit zwar noch keinen Lieferservice, aber wir machen es jetzt oder kommt vorbei und wir stellen es bereit. Ich glaube, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung groß ist, da auch wieder neue Wege zu gehen, weil irgendwann möchte man ja gerne wieder dann in diese Biergärten, Restaurants und Bars zurückgehen. Also möglichst den Kontakt der Bestehenden zu den Stammkunden digital aufbauen, wie auch immer man das kann. Ansonsten habe ich da leider keine perfekte Lösung. Ich glaube, da kommt dann noch ein zweiter Aspekt dazu. Die Leute, jetzt ist es ja nicht nur Gastro betroffen, sondern natürlich auch die Leute, die Geld ausgeben in der Gastro. Das heißt, auch da ist der Geldhahn wird quasi ein bisschen zugedreht. Und was wiederum dazu führt, selbst wenn aufgemacht wird und selbst wenn wieder 100% kämen, würden die 100% wahrscheinlich auch weniger ausgeben, weil selber viel Unsicherheit im Markt ist mit dem eigenen Job, mit der eigenen Zukunft. Das heißt, ja, nicht so ganz einfach. Ich meine, eine wesentliche Sparmöglichkeit ist ja jetzt auch gegeben, weniger Flüge, weniger Geschäftsreisen. Alles das kann man ja durchaus jetzt vielleicht nicht in der Gastro, aber in anderen Bereichen einsparen, was dann natürlich wieder zulasten von Fluggesellschaften, von Hotelbuchungen oder dem ganzen Hotelmarkt geht. Ja. Ist im Moment ein schwieriges Konzept. Aber würdest du sagen, sie sollten eher proaktiv kommunizieren und sagen, schau mal her, jetzt in 2 Monaten müssen wir zumachen, wenn es so weitergeht? Oder würdest du sagen, nee, lieber nach hinten schieben, lieber stillschweigend quasi entweder zuschließen oder eben in der Hoffnung, dass es doch noch nach oben geht? Wie würdest du kommunizieren, wenn du jetzt eine kleine Bar hättest? Also ich würde machen, was ich könnte. Also ich würde, glaube ich, jeden Tag auf allen Kanälen so viel kommunizieren, wie ich nur kann. Mir vielleicht auch innovative Dinge ausprobieren, wenn ich kochen könnte, zum Beispiel gute Rezepte und Tipps hätte, würde ich das anbieten oder auch Dinge dann bereitstellen, was Leute dann kaufen können und abholen.
Solche Dinge würde ich ausprobieren. Was wir in China sehen, wo die Not der Menschen in der Breite noch mal größer ist als bei uns, auch gerade im Einzelhandel. Der Einzelhandel hat Accounts auf Social Media geöffnet ohne Ende. Das heißt, die führen dort quasi Teleshopping durch. Das heißt, die stellen tagsüber, die gehen teilweise 3, 4, 5 Stunden online und präsentieren all ihre Produkte, die es dort zu kaufen gibt. Und dann können die Leute in den Kommentaren schreiben, ich hätte gerne dieses Kleid oder jenes Produkt. Und dann werden die Dinge verschickt. Ja, so versuchen die zumindest auf 10-20% des Umsatzes zu kommen, einfach um die Existenz zu sichern. China ist ohnehin noch mal weiter in der Nutzung dieser digitalen Kanäle, natürlich. Aber das zeigt, auch weil die noch mal einige Wochen voran sind, die Notwendigkeit, was zu tun, um am Ende sich zu retten, wirtschaftlich, da werden die unglaublichsten Dinge ausprobiert und manches funktioniert auch. Ja, ja, also ich glaube, da fehlt uns noch allen ein bisschen die Allgemeinlösung. Aber ja, ist zumindest wichtig, dass man sich darüber austauscht und eben, wenn vielleicht kommen ja irgendwie Ideen zustande, was man da machen kann, damit das uns ja nicht irgendwie verloren geht jetzt in den nächsten Jahren. Eben wenn es jetzt noch ein Jahr oder noch länger dauert, nicht jetzt in dem Ummaß, in dem Umfang, aber dann wird es durchaus problematisch, ja. Wir können vielleicht noch eine, ich hätte es vorgeschlagen, lass uns noch vielleicht eine Frage nehmen und dann abbinden und dann die zwei, die wir noch offen haben, würde ich dann, oder die paar, würde ich dann einfach sagen, die beantworten im Anschluss und sammeln dann noch ein bisschen zusammen. Okay, dann nehmen wir noch eine raus. Eine Frage war bezogen auf die Messkriterien. Wie misst man den Erfolg? Ist ja das Oberthema digitale Kommunikation oder Digitalisierung der digitale Kommunikation. Wie würdest du messen, ob du erfolgreich bist? An welchen KPIs machst du es fest? Ob du die Leute auch besser erreichst oder schlecht erreichst? Du musst auch am Ende Geld investieren. Also der Return on Investment. An was ist da das Messkriterien-Set? Ja, also am Ende kann man natürlich messen von Awareness bis hin zu Verkauf und Sales. Wenn man hinten anfängt, ist es die Gesamtsumme des Verkaufs oder der Abschluss der digitalen Warenkörbe oder die Anzahl, wie oft hat mich jemand angerufen, der über LinkedIn einen Inhalt gesehen hat oder hat mir eine E-Mail geschrieben. Das haben wir jeweils individualisiert, je nach Geschäftsmodell der einzelnen Kunden. Und am Ende steht entweder eben der Euro oder der Kontakt oder wie viele Leute habe ich in einen weiterführenden Sales-Prozess geleitet. Dazwischen sind beispielsweise dann Anzahl der Klicks auf eine Website, Anzahl der Leads, wie viele Leute sind dann rübergewandert. Und ganz vorne, hier glaube ich, ist die Anzahl der Follower, die ich habe oder die Anzahl der Impressionen, also der digitalen Kontaktpunkte, die ich innerhalb meiner Zielgruppe erreiche, innerhalb eines Zeitraums, beispielsweise eines Monats. Und so kann man dann die digitalen Kanäle aufbauen, basierend auf verschiedenen Erfolgsfaktoren von Follower, Reichweite, auch Interaktionen, also wie groß ist die Zustimmung der Leute mit meinen Inhalten, bis hin zu dann Weiterleitung auf die Webseite zum Beispiel, muss nicht immer sein, und dann Verkauf. Und so sind Erfolgsfaktoren immer anzupassen an das jeweilige Geschäftsmodell, um dann die richtigen Messpunkte auch zu haben und die Hebel entsprechend einzusetzen. Ja. Also wenn es da noch Fragen gibt, weil das ist natürlich allgemein schwierig zu erläutern, um alles zu treffen, wenn es da noch mal Fragen gibt, dann gerne melden. Genau, perfekt. Das ist doch schon ein ganz gutes fast Schlusswort. Ich würde gerne noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, wenn du jetzt, die Politik macht ja sehr viel. Jetzt sind wir auch an der Schnittstelle zwischen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Wenn du jetzt sagen würdest, du wärst jetzt in einer leitenden politischen Position. Was würdest du anders machen? Was würdest du jetzt vielleicht ändern? Oder würdest du sagen, so wie es gerade im Moment gemacht wird, ist eigentlich schon die 100%, da geht nicht mehr. Also was wären so deine Wünsche oder deine Empfehlungen für das politische Lager? Also ich finde, ich bin momentan enorm stolz, im
Wirtschaftsstandort Deutschland agieren zu können. Weil ich finde, so wie es unsere Politik auf nationalem Level macht, aber auch gerade hier in Bayern, richtig, richtig gut. Wir haben viel Kontakt auch zu Partnern im Ausland. Und da schaut man momentan schon ziemlich mit Ehrfurcht auf Deutschland, wie wir hier vorgehen. Ich finde, also ich habe da gar keine großen Punkte, was man da ändern kann. Natürlich habe ich die Hoffnung, dass wir bald wieder aufmachen, aber möchte da auch gar keine schlauen Ratschläge geben. Man sollte so und so schnell aufmachen. Ich glaube, diese Entscheidung zu treffen ist enorm schwierig. Ich hoffe natürlich, dass es bald wieder aufgeht. Grundsätzlich ein Punkt, der mir da sehr wichtig ist, ist, harte Maßnahmen gegenüber denjenigen zu treffen an Unternehmen, die diesen Schutzschirm aktuell ausnutzen. Weil ich zahle da gern Steuern als Unternehmer und finde es auch sehr, sehr sinnvoll, dass die Unternehmen gerettet werden. Aber ich habe auch gelesen, es gibt einfach auch Unternehmen, die das missbrauchen, die vielleicht gar nicht Kurzarbeit machen müssten oder die nicht gerettet werden müssten und oder da einfach falsche Wege gehen. Ich finde, das muss von der Politik ganz, ganz radikal überwacht werden und stark dann auch bestraft werden, weil ich glaube, diese Solidarität auch innerhalb der Wirtschaftsunternehmen kann nur gewährleistet werden, wenn auch da moralisch sauber gehandelt wird. Und sonst wird nachher am Ende die Konkurrenz gestärkt und diejenigen, die nachher solche Unterstützungsmechanismen nicht nutzen, haben den Nachteil. Und ich finde, das wäre schlimm, wenn es nicht das Geld die erreicht, die es am Ende auch am dringendsten brauchen. Super. Dann vielen Dank. Das war ein sehr gutes Schlusswort. Das würde ich teilen. Ich glaube, Solidarität geht immer nur dann langfristig, wenn es eben ein faires System für alle ist. Und wenn man Lücken findet, sollte man sie schnell schließen, damit es eben nicht zulasten aller anderen letztendlich ausgetragen wird. Ich nehme mir nochmal drei Punkte mit, vielleicht ganz, ganz kurz und einfach. Erstmal digitale Kommunikation war ja das Oberthema mit Corona und Unternehmenskommunikation. Was kann man machen? Ausprobieren ist, glaube ich, das Metathema über fast allem. Also offen sein, diese Sachen einfach mal zu machen. Auch in dem Hinblick, dass es vielleicht mal nicht so gut funktioniert. Und gesehen, bei mir wird das Auge hin und wieder mal komisch weiß. Das sind genauso Fehler. Da lernt man aus dem Screening, Green Screening, und macht es nächstes Mal besser. Das heißt, ausprobieren ist gut und ausprobieren bringt einen weiter. Viel verlieren kann man nicht. Die Leute sind, glaube ich, im Moment enorm offen, was du auch gesagt hast, für neue Sachen. Das ist eine enorme Chance. Es rüttelt viel los, was lange sehr, sehr starr war. Man wollte sich nicht so bewegen, weil es ging ja alles gut. Und jetzt ist es so eine Aufbruchsstimmung, vor allem in der digitalen Welt, was, glaube ich, sehr, sehr vorteilhaft ist und was viele, viele Chancen bietet. Also ausprobieren, mutig vorangehen, neue Wege erschließen. Dann zweiter Punkt, Transparenz reinbringen. Also da, wo es geht, hast du auch gesagt, es gibt sicherlich Bereiche, jetzt in einzelnen Mitarbeitergesprächen würde man das nicht offenlegen, aber es gibt genauso Bereiche, wo man sich vielleicht durchaus mutiger vorangehen sagen, lass uns das offenlegen, lass uns offen drüber sprechen. Es kommt meistens eh irgendwie raus. Und ich glaube, eine Proaktivität ist in der heutigen Welt oder in der digitalen Kommunikation wichtiger wie das Verstecken der Information und bietet einfach mehr Chancen wie Risiken. Und am Ende habe ich mir noch mitgenommen einen ganz spannenden Punkt mit den Videobotschaften, dass für die Emotionen wichtig sind. Also ich hatte auch mal in der Einladung auch reingeschrieben, eben Vorstand, also Videobotschaft statt Vorstandsschreiben. Naja, wenn ich so ein PDF habe, was formatiert ist, was durch die Abteilungen gelaufen ist mit dem Redigieren, da bleibt nicht mehr viel übrig, da bleibt die Information übrig, mit viel Glück. Dagegen, wenn man eben Gestiken hat, wenn man Mimik hat, wenn man Tonlagen hat, das bietet viel mehr Sicherheit, wenn man das eben wahrnehmen kann und Glaubwürdigkeit. Und setzt damit auch die Emotionen, spielt Emotionen mit rein, die man sonst nur im 1-zu-1-Gespräch oder in Vortragsveranstaltungen zum Beispiel hat, aber eben weniger in einer klassischen Kommunikation. Also ich glaube, das ist eine enorme Chance. Und eben am Ende dein Appell an die Solidarität und dass man eben auch durchsetzt in den Rettungsschirmen, dass das gut gemacht wird, teile ich voll und ganz. Und möchte mich hiermit ganz herzlich bei dir bedanken. Wir haben sehr gutes Feedback bekommen von den Teilnehmern. Vielen hat es sehr gut gefallen, sehr spannend, sehr informativ. Ich hoffe, die meisten von Ihnen können sich das eine oder andere mitnehmen. Also hier auch nochmal der Aufruf, wenn es noch Fragen gibt, schicken Sie uns die Fragen.
Wir sammeln jetzt noch ein paar Tage und würden dann die Fragen nochmal zusammenfassen und dann ebenfalls vielleicht als Video auf die Webseite stellen. Das schicken wir Ihnen dann aber nochmal per E-Mail zu. Genau, Lorenz, dann vielen Dank. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in ein paar Tagen und gehen die Fragen durch. Und ansonsten allen ein schönes Wochenende. Und ich glaube, heutzutage wünscht man, bleiben Sie gesund. Das wünsche ich Ihnen tatsächlich und jedem von uns. Und damit ein schönes Wochenende. Dankeschön. Vincent, vielen Dank und vielen Dank an alle Zuschauer. Alles Dankeschön. Gute. Ciao.